Leute, herzlich willkommen zu einem Video vom Kanal. Heute reagieren wir auf die neue Kollektion von Peso, also von Justins Brand. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir starten sofort mit dem Video. Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es ist wieder soweit, eine neue Kollektion steht vor der Tür. Ihr habt letzten Samstag schon den Teaser gesehen. Ich glaube, so krass kam noch kein Teaser an. Wirklich. Ja, der war echt gut. Diese unfassbaren Bewertungen, Kommentare und natürlich auch Aufrufzahlen. Ich glaube, das ist der bestgeklickteste Teaser, den ich jemals auf meinem Kanal hatte, zu einer Peso-Kollektion. Das freut mich natürlich umso mehr. Ja, die Sommerkollektion steht vor der Tür. Wir haben natürlich noch ein Hoodie drin für Sommerabende. Ansonsten ist es eine sehr sommerliche Kollektion. Wir haben vier T-Shirts, drei schwarze, ein weißes, eine Weste, zwei Trackpants, zwei Summerpants, eine Jeans und eine Cap. Dann haben wir noch zwei Paar Socken, eine Sonnenbrille und ein Armband. Kurz zusammengefasst. Und jetzt zeige ich euch alles nochmal im Detail natürlich. Und LFDY hat ja auch letztens eine Kollektion rausgebracht. Und ich falle immer noch auf meine Sachen. Nein, die haben mir geschrieben, dass es bis zu 7 Werktage dauern kann. Und mein Freund, der hat die vorgestern oder vorvergestern schon bekommen. Aber ja, was will man machen? Aber wie gesagt, Peso ist ja abhängig von LFDY. Und ich finde beide eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Was zum Sizing etc. Wir kommen zu T-Shirt Nummer 1, und zwar dem weißen T-Shirt. Das ist ein cremeweiß. Das ist auch mein Favorite in dieser Kollektion. Ja, ein cremeweißes T-Shirt, passend zu den beiden cremeweißen Trackpants. Wir haben hier ein Peso Claw Print. Das ist in so einer mexikanischen Tattoo-Font. Sieht gut aus. Sag ich jetzt mal. Hat so ein bisschen so diese MS-13-Vibes. Da haben wir das so aufgegriffen. Und auch im Teaser, ein paar haben das falsch verstanden. Die roten Gewaltszenen waren so Gang-Kartell. Fights, die wir da so aufgreifen wollten. Und jetzt nicht unbedingt die aktuellen Looting-Fälle. Also manche haben das ein bisschen missinterpretiert. Das hat alles so diese mexikanischen Gang- und Kartell-Anspielungen. Und Heads or Tails heißt die Kollektion, Kopf oder Zahl, da wollten wir noch ein bisschen so dieses Gambling-Thema damit reinbringen. Ja, ansonsten... Ist auch gut, finde ich auch gut. Creme-Weiß, vorne nochmal das Gleiche. Wie gesagt, das ist mein Favorite. Ein bisschen wärmeres Blau, ein bisschen kälteres Lila, genau wie im Hoodie. Zum Fit lässt sich sagen, die T-Shirts fitten alle sehr oversized. Vielleicht ein Ticken mehr sogar noch als sonst, weil sich ein paar Leute nicht beschwert haben, aber gesagt... Ja, das hat man auch in diesen Insta-Beiträgen gesehen. Und das bei den Models, das war ziemlich oversized. Also mir persönlich, ich finde es sogar schon an manchen Stellen zu sehr oversized, aber ne, wer halt auf mega oversized steht. Also ich stehe persönlich auch mega auf oversized, aber wie gesagt, an manchen Stellen war es mir ein bisschen zu oversized. Die T-Shirts seien immer ein Ticken zu cropped, vielleicht, dass man die so 2, 3, 4 cm länger macht, das ist jetzt der Fall. Dadurch finden die natürlich. Aber ist ja auch nicht verwerflich. Und wenn ihr wirklich ein mega oversized Fit haben wollt, nehmt auf jeden Fall eure Größe, geht nicht größer. Und wenn ihr zwischen zwei Größen tendiert seid. Ja, deswegen, man kann ja auch kleiner nehmen, so ist es nicht. Lieber M, weil die Sachen fitten wirklich schon sehr, sehr groß. Ja. Ich habe mit dem Peso-Account auf der Instagram-Seite immer kommentiert unter den Fotos, welche Größe das Model trägt und wie groß das Model ist. Ja, ich denke, das ist ganz gut für die Orientierung. Kommen wir zum ersten schwarzen T-Shirt. Richtig, wir haben ja hier nochmal Heads or Tails vorne drauf gedruckt, Kopf oder Zahl. Wir haben hier auf der Kopfseite sozusagen den mexikanischen Adler mit der Schlange und dieser Umrandung von Kakteen. Und auf der Rückseite, wo eigentlich die Zahl wäre, haben wir extra in 3D das Peso-P anfertigen lassen als Münze. Und da drauf drucken lassen. Steht auch Peso, also eine Peso-Münze, nur halt mit unserem Logo noch drauf. Sehr, sehr nice geworden. Hinten hat das T-Shirt nichts. Das Weiße ist auch das einzige T-Shirt mit einem Backprint. Und das Weiße, würde ich sagen, fittet vielleicht noch einen minimalen Tick größer als die schwarzen, weil die schwarzen T-Shirts gewaschen sind. Deswegen minimal. Okay, so, hier seht ihr das. Das finde ich halt, also so ist es ziemlich weit, wie ihr das sehen könnt. Da zum Beispiel, es ist mir persönlich ein bisschen zu sehr oversized, aber ist trotzdem gut. Einlaufen, das Weiße ist so ungewaschen und clean. Und hier wollten wir so ein bisschen so diesen Vintage-T-Shirt-Look wieder erzeugen, so dass das Ganze so ein bisschen verwaschen ist. Ihr seht es auch an. Ja, aber sowas ist gut. So geile, ja, wie nennt man diese Abnutzung, sag ich es mal, auch wie hier Print. Wie wir das auch bei wie ihr das von allen Peso-T-Shirts kennt, die wir bisher immer rausgebracht haben. Kommen wir zum dritten T-Shirt und dem zweiten schwarzen T-Shirt. Wir haben hier so diese Gang-Vibes nochmal aufgegriffen von so Gang-Member und Gang-Kriminalität und haben hier jemanden, der sich die Augen zuhält mit Tattoos. Wir haben hier sogar noch ein Peso-Tattoo, das ist dieselbe Schriftart, mit der wir auch auf die Jeans gedruckt haben. Und hier unten steht auch nochmal Heads or Tails in derselben Farbe wie auf den anderen T-Shirts. Ja, hinten ist es wieder clean. Aber ich muss sagen, das mit dem Kopf fühle ich jetzt nicht so. Da
finde ich zum Beispiel das, was er gerade hält, das finde ich zum Beispiel viel besser. Art nur in 3D. Das finde ich echt gut. Auf dem Weißen ist, in Lila, hat die hier in 3D drauf. Das ist so ein Chrom-Look, würde ich jetzt sagen. Das sieht gut aus, ja. Das ist heftig. Mit demselben Lederton, Heads or Tails, Visual Piso Clothing drauf. Und auf der Rückseite ist das T-Shirt auch clean. Ja. Ist gut. T-Shirts finde ich gut. Zur Weste, auch diverse Vorbestellungen hier schon erhalten. Ihr wisst, zum Beispiel ein Luciano wird die sehr, sehr gut stehen. Ist ja so voll dieser Military-Westen-Film. Die habe ich auch schon länger auf Instagram angeteasert, wie einige Sachen. Hier das Markenzeichen der Kollektion und was wir auch weiter fortführen, ist natürlich dieser Reißverschluss mit der nicht Büroklammer, das ist so eine Sicherheitsnadel. Genauso wie hier beim Armband und bei den Verschlüssen der Hose, das ist überall als Reißverschluss verwendet. Hier halt Black on Black, hier nochmal ein schwarzer Peso-Stick. Das finde ich aber, ist eine geile Idee. Und halt wie gesagt den Reißverschluss, ansonsten zwei aufgesetzte Taschen, die so ein bisschen abstehen und von hinten ist die dann nochmal leicht gekrümmt. Also ich persönlich würde mir irgendwie keine Weste kaufen, weiß ich nicht, ich glaube, es wird mir auch absolut nicht stehen. Aber vielen Leuten steht das, wie er schon gesagt hat, Luciano und so, aber ist für mich zum Beispiel jetzt nichts, aber trotzdem... Also wenn er sagt, viele Vorbestellungen, dann ist es natürlich geil, wenn man das in der Kollektion drin hat. Wir haben hier zwei Trackpants, also wirkliche Trackpants aus dem Trackstoff, aus demselben Stoff eigentlich wie die Basic Instinct Trackpants, die hier innen drin den Streifen hatten. Das ist dann also wirklich so ein, ihr hört es schon, ein Trackpants-Stoff. Ja, sowas mag ich nicht. Unten, wie bei den Worldwide Trackpants, wie eigentlich bei allen Trackpants, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, mit einem Verschluss, dass man die unten enger und weiter machen kann. Dann haben wir hier noch, auch wieder mit dem neuen Verschluss, noch einen Zipper, um das Ganze weiterzumachen. So. Das ist auch wieder cremeweiß und schwarz. Und die Trackpants erkennt ihr daran, dass die Buntfarbe kontrastreich ist. Also bei der weißen Trackpants ist der Bunt schwarz und bei der schwarzen Trackpants ist der Bunt weiß. Das sind die beiden Trackpants. Die fitten komplett gleich. Wie die sieht aber an sich gut aus. Also Fit und Funktion, sag ich mal, ist bei beiden dieselbe. Also komplett gleich, wir haben nur einen anderen Stoff verwendet. Und unterscheiden könnt ihr das dann, wenn ihr auf der Website schnell kaufen wollt. Einfach dadurch, die Trackpants haben diesen Kontrastbund und die Sound. Ja, immer dieser Aspekt Peso und Sachen kaufen. Man muss echt schnell sein, also wirklich, man muss richtig schnell sein. Das kann man absolut nicht mit LFD-Ray oder so vergleichen, weil bei Peso ist einfach alles weg. Da ist einfach alles weg, man kriegt gar nichts mehr. Summerpants, zeige ich euch jetzt. Und diese Summerpants sind einfarbig. Die sind die zum Beispiel finde ich jetzt vom Stoff her besser. Hat so leicht vielleicht so eine Cord-Optik, ist aber viel, viel weicher und smoother. Ja, dieser Rip-Stoff, den, das war ja auch bei LFD-Ray, wartet mal kurz. So, hier, wenn ihr das sehen könnt, da, das ist ja auch von LFDY und das ist auch so ein Ripstoff, das persönlich fühlt das T-Shirt übel. Die haben jeweils unter dem Reißverschluss einen Peso-Stick. Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Schwarz, bei der schwarzen Hose in weiß und das gleiche natürlich auch bei den Trackers. Wie gesagt, Funktion. Hier habe ich das mal rausgesucht, das Bild, und zwar hier seht ihr die Hosen irgendwie, ich fühle das ja echt nicht so, wenn die so wabbelig sind, das mag ich an sich nicht so, und ja, keine Ahnung, aber ich finde, also diese, ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber diese Trackpants, sieht auf jeden Fall so aus, aber ja, keine Ahnung, er meinte ja auch, es ist derselbe Fit, deswegen. Und Design, alles dasselbe, wir haben einfach nur einen anderen Stoff verwendet, und dass hier dieser Gummizug bei der weißen Trackpants in weiß ist und bei der Summerpants aber in schwarz. Ja. Das war's dazu, auch hier unten dieselben Funktionen mit dem Klett und so weiter, wie ihr das immer... Ja, da zum Beispiel würde ich das dann sehr eng machen. Wenn die Hosen unten enger sind, also jetzt nicht zu eng, aber enger, sieht das, finde ich, besser aus. Weil ich hasse das, wenn die Hosen so rumlabbern und so. Bei vielen Leuten sieht das richtig gut aus, aber ich selber würde es niemals tragen. Deswegen, ich bevorzuge, also so, ich finde auch so Anzughosen und so, das sieht gut aus. Ich finde, ich trage die auch selber, ich habe da ja auch ein paar. Wenn die zu weit sind, mag ich das nicht. Jeans der Kollektion, ein ganz besonderes Piece, weil wir haben bisher eine oder zwei Jeans, glaube ich, rausgebracht. Das ist eine weitere, die dritte oder zweite in unserer Laufbahn, sage ich jetzt mal. Fangen wir erstmal mit dem Detail an. Das ist gut, das finde ich gut. Der Patch auf der Rückseite von der Jeans. Aber auch die Farbe. Und hinten, wie gesagt, ein Wildleder-Patch, wo Peso eingestanzt ist. Auf der Vorderseite... Und das zum Beispiel finde ich jetzt persönlich richtig kacke, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut, wenn es da steht. Oder ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mein Geschmack ist es wirklich nicht, aber sonst, also wäre das nicht da, ich finde die Hose insgesamt ganz gut, aber dann wäre es halt wieder so basic, wisst ihr.
Aber würde ich sowas machen, dann würde ich das Logo irgendwie klein irgendwo hindrucken, aber nicht so groß. Das ist ja genauso, könntest du ja irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es nicht so gut. Ich kenne die Jeans ja schon von meinem Instagram. Ich blende euch auch mal ein Bild ein, da seht ihr, dass die halt... Ich finde das nicht so geil aus. Aber, keine Ahnung, so, ist ja meine Meinung. Am liebsten trage. Dann haben wir hier den Peso Print über den kompletten Schritt verteilt. Und das ist aus, es ist jetzt keine Folie, die da aufgelegt wurde, sondern wirklich so mit Farbe gedruckt. Wenn ihr das im Licht seht, ich weiß nicht, ob das hier gut rüberkommt, das ist so leicht am Glänzen, aber nur ganz leicht halt, weil die Farbe halt so da wirklich drauf ist. Sehr, sehr krass geworden. Die Knöpfe auch detailreich, also ihr seht hier auf dem Knopf Peso. Ja, das ist natürlich geil. Auf diesem glänzenden Metallknopf. Und ansonsten ist es halt einfach eine... Ja, ganz normale Regular Fit Jeans, keine Slim Fit Jeans. Ja. Kommen wir dann, bevor wir zu den Accessoires kommen, zum Zip Hoodie. Wir haben hier einen ganz normalen Hoodie, der Oversize fitted mit Drop Shoulder. Ist auf jeden Fall auch eine coole Idee. Aber ganz normal cropped ist. Und der hat den Heads or Tails Schriftzug auch vorne drauf geprintet, über den Reißverschluss verteilt. Und dann haben wir die Patches noch über diesen Druck sticken lassen. Also das sind dieselben Patches wie auch auf der Hose. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe gar keinen Zip-Hoodie. Ich habe nur so Flanell-Sachen, aber keine Ahnung. Ich habe damals auch immer so Zip-Hoodies getragen und ich finde die persönlich eigentlich auch echt cool. Also beziehungsweise kann man echt gut tragen. Und ich muss sagen, den finde ich wirklich geil. Ich weiß nicht, vielleicht die Farbe noch fände ich anders geiler. Aber sonst ist es eine geile Idee. Es sieht mega gut aus und ja, wieso nicht? Also zum Beispiel Peso gedruckt steht und so weiter. Und die sind halt mit weißen Kontrastnähten nochmal deutlich gemacht, so dass man das Peso gut lesen kann. Und wir haben hier nochmal auf der Tasche das Metallpatch. Sieht auch gut aus. Die Bündchen, das sind nicht so normale Hoodie-Bündchen, sondern die sind so ein bisschen so geraffter, ein bisschen dicker. Ist eine ganz nice Optik so für den Sommer und vor allem um die halt so an Sommerabenden so überzuwerfen. Das ist eine sehr, sehr nice. Ja, ja. Auch hier wieder die Sicherheitsnadel als Verschluss. Kommen wir dann zu den Accessoires, die wir in der Kollektion haben. Und zwar als allererstes eine Cap, in dem Fit, wie ich die auch im Moment am liebsten trage. Cap ist geil. Diese Trucker-Heads, ganz nice. Aber auf jeden Fall auch diese bisschen flacheren Caps. Und zwar haben wir hier vorne auch wieder Peso draufgeschickt. Auch aus einzelnen so Patches, wo die Ecken nochmal angeraut sind. Aber ich persönlich mag nicht diese flachen, wie er gesagt hat, sondern die so ein bisschen, wisst ihr, so, ich mag die irgendwie mehr. Kleiner auf der Cap. Aber das oben drauf sieht geil aus mit Peso und so. Für Monte, der mag das natürlich lieber, wenn man den abmacht. Ich habe das gesagt, aber ich finde, das sieht cooler aus. Ich finde, es sieht auch besser aus. Und hier innen drin ist es halt keine eingekaufte Cap, die man dann bestickt hat, so wie viele das machen, sondern es ist komplett selbst produziert, sodass wir haben innen drin auch auf den Nähten Peso-Branding. Das sieht voll gut aus. Und, hier auch nochmal das Label. Sehr, sehr nice Cap geworden. Mir taugt dieser Fit geisteskrank. Man könnte die Cap natürlich vorne jetzt auch noch biegen, aber ich mag das halt, wenn das so nicht ganz so tief ist, die Cap, und die dann halt vorne noch gerade ist. Hinten natürlich noch verstellbar, also für jeden Kopf passend, sag ich mal. Kommen wir dann zur Sonnenbrille. Auch sehr stolz auf jetzt in der Sommerkollektion eine Sonnenbrille rauszubringen, die extra für uns angefertigt wurde. Unser Produzent hat uns ein paar Brillen vorgeschlagen, weil wir gesagt haben, ey, was kannst du so herstellen? Und dann haben wir uns für die hier entschieden und sogar noch einen Metall-Peso. Das mit dem P sieht geil aus. Das ist eine Sonnenbrille mit UV-Schutz. Und die richtige Brille, die ist gerade beim Produktfotografen für die Webseite. Das ist das erste Sample, das zeige ich euch. Die Brillengläser werden einfach nur noch ein wenig dunkler. Ihr seht halt einfach sonst hier das Peso-Branding auf der Seite. Erinnert mich vielleicht einen ganz kleinen Ticken an die 1.1 Million. Irgendwie, ich finde, das ist so dick, finde ich. Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, aber für mich sind die Ränder ein bisschen zu dick. Keine Ahnung, ist ja nicht so meins. Sehr klobig ist. Und das hier ist so eine slimme Version, würde ich schon fast sagen, davon. Einfach eine sehr, sehr nice Brille. Ich kann es auch gerne mal für euch anziehen gerade. Wir haben hier halt eine große Brille. Ja, nee, mag ich nicht. Sommer, eine coole Sonnenbrille. Ist mir ein bisschen zu dick, die Ränder. Ist auch wirklich, glaube ich, sehr limitiert. Also, aber sehr limitiert. Sieht bei ihm gut aus. Aber ich glaube, die Brille natürlich nochmal mit einer der limitiertesten Teile hier der Kollektion mit Peso. Aber das mit dem P sieht richtig gut aus. Das ist eine richtig geile Idee. Bevor wir dann zu den Socken kommen, zeige ich euch als letztes noch das Armband. Das sind wieder diese Sicherheitsnadeln, die sich in der ganzen Kollektion schon verteilen. Nur mit einem P, E, S und O dazwischen gespannt. Also trage ich auch jetzt. Ist halt, ich würde jetzt nicht sagen simpel, weil das ist ja schon mit diesen Sicherheitsnadeln und mit diesem, ne, mit den Buchstaben. Ist jetzt nicht zu simpel, aber ist halt eine gute Idee, fühle ich. Aber, weiß nicht, ja, ist geil. An den Arm
sehr nice, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und man hat hier halt noch so eine Kette, wo man das weiter und enger stellen kann. Ja, ja. Ich habe das jetzt bei mir aufs Engste. Finde ich gut, ja. Aber man kann die auf jeden Fall auch noch weitermachen. Die kommt dann so an, mit einem Deckel noch drauf, wo Peso draufsteht. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den Peso. Ja, die Socken. Doppelpack verkauft, also entweder kauft ihr zwei weiße oder zwei schwarze. Ich glaube, die Preise liegen auch mal wie bei 12,90 € für einen Doppelpack. Wie sonst auch immer. 12 Euro? Für einen Doppelpack, okay. Ja, das geht ja noch. Oder ja, ich weiß halt nicht so. Ich glaube, ich wäre aber echt nicht bereit, 12 Euro oder 13 Euro für Socken hinzublättern, für zwei. Weiß ich nicht. Muss man immer so überlegen. Aber ich persönlich finde die Socken, die sehen schon geil aus. Aber für mich halt finde ich zu basic irgendwie. Nur mit dem P. Dass wir das Peso-Logo drauf haben auf der Seite, bei den weißen Socken in schwarz, bei den schwarzen Socken in weiß. Ihr seht es schon. Ja, zu den Preisen kann ich nur sagen, die sind jetzt gerade auf Peso Club auf Instagram in der Story drin. Also auf jeden Fall jetzt mal das Instagram von Peso abchecken. Dann hoffe ich, konnte euch das mal ein bisschen Klarheit über vor allem die Trackpants zu bekommen, weil viele mich gefragt haben, okay, die hat jetzt aber nicht so den Stoff wie die andere und so, wie ist das? Und ich denke, da konnte ich jetzt ein bisschen für Klarheit sorgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche allen viel Glück am Freitag um 18 Uhr. Wichtig ist einfach noch zu sagen, dass ihr auf der Webseite auf jeden Fall die Cookies zulasst, wenn ihr das erste Mal auf die Webseite geht, wegen dieser Bot. Okay, zusammengefasst muss ich sagen, es ist eine solide Kollektion. Ich persönlich würde mir da jetzt von nichts kaufen, aber nicht aus dem Aspekt, weil es alles scheiße ist. Also, weißt du, wisst ihr, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, suche dir T-Shirt aus, ich würde auf jeden Fall was holen. Aber bei Peso ist immer so das Ding, du musst wirklich schnell sein und bla bla bla. Das war auch bei LFDY so. Ich habe mir so drei Pieces rausgesucht, die ich richtig geil fand. Wecker war zu spät und dann waren die halt weg. Aber was will man machen? Oder es war auch nur, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja, aber das ist ja auch jetzt egal. Aber wie gesagt, es ist eine solide Kollektion. Ich finde persönlich Worldwide und Chaos-Theorie von Peso am besten. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung zu diesem zu dieser Kollektion in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Und Leute, bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und ciao.